Das Leben in der Burg. Das waren gute Zeiten. Die Leute waren geselliger. Oh, wie wir schlemmten. Und die holden Weiber warten. Natürlich gab es Arbeit, die unseren Geist stärkte. Und uns Kraft gab. Aber vor allem waren es glückliche Zeiten. Und ja, dann waren da noch die Nachbarn. Seid gegrüßt, Sire. Eure Feste erwartet euch. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier in Stronghold der HD-Edition. Und ja, ich freue mich, mit euch gemeinsam in ein neues Abenteuer zu starten. In ein Abenteuer, welches von Grund auf überarbeitet und verändert wurde. Nämlich der gute Karl, alias Herzog Andrian, hat ein Remaster erstellt von der gesamten Kampagne. Beziehungsweise ist er auch noch teilweise dabei sogar, die letzte Mission gerade anzupassen. Utfin hat sein Let's Play bereits auf seinem Channel gestartet. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, was ich jetzt mal nicht glaube, dann checkt seinen Kanal auf jeden Fall mal ab. Und er spielt das Ganze auf schwer. Ja. Ich persönlich habe die Warnungen, die die Community bis dato gegeben haben, vernommen und werde es auf normal spielen. Das ist einfach der Grund, dafür ist, dass ich auch einen Kontrast dazu bilden möchte zu Utfins Gameplay-Durchlauf, weil Utfin spielt es wie gesagt auf schwer und wenn ich jetzt auch einen schweren Durchlauf starten würde, ist es halt in zweierlei Hinsicht nicht so gut. In erster Hinsicht, weil ich halt im Grunde genau das gleiche Gameplay biete, wie es auf Utfins Kanal zu sehen ist. Und zweitens, weil ich wahrscheinlich eher daran scheitern werde als Utfin und das meine eigene Frustgrenze irgendwo auch hochtreibt. Denn viele, viele Nutzer haben schon bereits mitgeteilt, dass es schon auf normal sehr, sehr, sehr knackig sein soll teilweise. Und ja, dementsprechend werde ich das Ganze auch so wahrnehmen. Das heißt, um einen Kontrast zu bilden zu Utfins Durchlauf, spielt es auf normal, was ein bisschen einfacher sein sollte, als es bei Utfin dann zu sehen ist. So habt ihr dann auch mal einen Vergleich, ja, wie es auf normal aussieht und wie es auf schwer dann im Endeffekt aussieht. Ja, und ich würde sagen, fackelt mal gar nicht lang drum rum. Ich habe erst vor 1-2 Jahren ein Let's Play auf sehr schwer, ein Let's Play durchgespielt auf YouTube beim alten RPG-Kanal und habe erst vor einigen Monaten auf sehr schwer die gesamte Kampagne durchgespielt im Stream. Und ja, dementsprechend starten wir jetzt mit Kräfte sammeln. Aber in der überarbeiteten Remaster-Variante von Karl. Grüße gehen raus. Wenn ihr die Maps übrigens selber spielen wollt, ich packe euch einen Link in die Videobeschreibung, wo ihr die Maps euch selber downloaden könnt. Und wie ihr es installiert, steht dann alles mit bei. Genau. Dann würde ich sagen, genug gequatscht. Gehen wir rein, Kräfte sammeln. Erster Akt, das gefallene Königreich. Kaum war der König mit seinen Mannen in das Land der Barbaren einmarschiert, kam das Gerücht auf, er solle durch eine Verschwörung vom Thron gestoßen werden. Tatsächlich wurde er bald gefangen genommen und kurz darauf begann auch schon die Invasion in sein Land. Einige Edelmänner im Dienste des Königs, darunter auch euer Vater, versuchten das Blutvergießen zu beenden, wurden jedoch auf dem Weg zu den Verhandlungen von einer Bande unbekannter Halunken massakriert. Auch ihr selbst wurdet in einen Wald auf einer Halbinsel zurückgedrängt, in dem sich eine kleine Truppe loyaler Männer versteckt hält. Ist das Land auch verloren,
so könnt ihr von dieser Zuflucht aus zumindest den Tod eures Vaters rächen. Mission 1. Kräfte sammeln. Ich sage, wir schlagen sofort zu, jetzt oder nie. Nein, bloß nicht. So führen wir die paar Männer, die wir haben, wie die Lämmer zur Schlachtbank. Wir brauchen Zeit, um unsere Kräfte zu sammeln. Unsinn! Ich werde mit 6 meiner besten Männer im Schutze der Dunkelheit in das feindliche Gebiet vordringen und... Nein, nein, so hört doch! Unsere Männer sind kurz vor dem Verhungern. Wir sollten Folgendes tun. Die Debatte zieht sich bis tief in die Nacht. Und schließlich nimmt euch Lord Woolzweck zur Seite. Sir Longarm sagt, er habe euren Vater gut gekannt. Deshalb will ich euch die Gelegenheit geben, euch zu beweisen. Ihr werdet das erste Kommando übernehmen. Jawohl. Und ein weiterer Unterschied im Vergleich zu Utfins Gameplay. Bei mir seht ihr die Deutschlandkarte, bei Utfin seht ihr die von Großbritannien, was einfach daran liegt, dass ich die Steam-Variante spiele und Utfin noch eine von CD installierte Variante quasi noch hat. Und ja, das ist auch nochmal ein Unterschied. Ihr werdet gebraucht, um den Aufbau eines Basislagers von ausreichender Größe zu überwachen. Sucht zuerst eine passende Lichtung und beginnt dann mit der Konstruktion. Holz gibt es hier ja zur Genüge. Okay, also wir sehen uns schon mal neue Ziele. Wir müssen 30 Fleisch, 80 Holz ranholen. Das ist schon ein bisschen modifiziert. Wir gucken uns nochmal die Strategie an. Baut zuerst ein paar Holzverlütten, platziert dann ein paar Jägerstände. Hinweise, nahe am Kornspeicher platziert die Jägerstände, beschleunigen die Nahrungsproduktion. Holzverlöten in der Nähe der Bäume, die in der Nähe von Bäumen gebaut sind, beschleunigen die Holzproduktion. Okay. Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Und zunächst mal begutachten wir die schöne Map, die Karl gebaut hat. Ich werde es jetzt nicht wie bei Utfin machen, dass ich einen Vergleich reinziehe zur ursprünglichen Map. Ich glaube, jeder von euch kennt die ursprüngliche Map. Ich schätze, ich muss es jetzt nicht nochmal hier porträtieren, wie die aussah, um jetzt einen Vergleich zu haben. Ich glaube, viele von euch, die Stronghold 1 kennen, das Spiel ist über 20 Jahre alt, sollten das wissen. Aber es ist schön zu sehen, dass Karl sich an diese Vorlage oder an das Original gehalten hat und da so ein bisschen ausgebaut hat und das Ganze visuell einfach schön gemacht hat. Hier sehen wir auch, wir haben hier schon ein paar Wölfe, was natürlich ja, kritisch ist, würde ich sagen, weil normalerweise gibt es hier keine. So, dann, achso, pausiert es noch. Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Ja, wo baue ich? Ich habe hier unten habe ich noch nie gebaut. Ich habe immer hier oben oder hier gebaut, aber ich habe noch nie hier unten gebaut. So, wir machen es einfach mal anders als sonst. Okay, wir bauen ja auch schon mal unser Vorratslager und beginnen ja auch schon mal das erste Holz abzufarmen. Wir benötigen Holz. Ja, das ist... Okay, schauen wir mal. Gut, komm, dann bauen wir mal eine dritte Holzfällerhütte noch. Und fangen einfach mal geschmeidig an. Das ist eine schöne Map. Das ist eine schöne Map geworden. Karl baut immer sehr, sehr hübsche Maps. Also ich bin wirklich gespannt, was die ganze Kampagne so bietet vom ja, Designgrad her. So, wir machen mal ein bisschen lauter alles. Vor allem die Sprache. Die Musik. Dass die Musik jetzt aus ist, ist natürlich ein bisschen schade. Kann ich speichern? Ja. Guck mal, das sind hier meine Saves von dem vom sehr schwer Durchlauf. Hier. Oder nee, IM war, glaube ich. Community. Hier, das hier war, genau, M. Ja, das war hier im Februar, habe ich das gemacht. Hier im Februar hatte ich die gesamte Kampagne in mehreren Livestreams auf sehr schwer durchgespielt. Ja, genau, hab Januar angefangen. Und wisst ihr was? Wir überschreiben die jetzt einfach. Und speichern. Ja. Eine so Botschaft von eurem Informanten. Man hat Spuren von Tieren in der Umgebung ausgemacht, Sire. Diese Wölfe hier oben, die bereiten mir einiges an Kopfzerbrechen. So 90 müsste Maximum sein, genau, aber wisst ihr was? Die ersten Passionen sind womöglich noch entspannt. Wobei ich sagen muss, ich habe, ich kenne schon mehrere Folgen von Utfins Let's Play. Also ich habe ja Zugriff auf seinen Kanal und kann mir die Videos schon vorher im Vorfeld angucken.
Und da ist es halt so, dass er, wie gesagt, er spielt es auf sehr schwer und ich habe gesehen, was da teilweise so schon passiert auf sehr schwer. Dementsprechend, ich werde jetzt auch nicht einfach seine Spielweise kopieren, weil das wäre auch ein bisschen langweilig. Ich möchte so ein bisschen meinen eigenen Spielstil durchbringen in die ganze Angelegenheit und ja, das bedeutet einfach, dass ich andere Burgen bauen möchte und das Ganze ein bisschen anders aufziehen möchte. Genau. Aber wie gesagt, viele, viele aus der Community haben schon gesagt, dass es schon auf normal sehr, sehr knackig sein soll teilweise. Und ich möchte mir jetzt nicht anmaßen, das Ganze auf schwer zu versuchen, weil ich nicht glaube, dass ich auf dem Niveau spielen kann. So. Eine Botschaft von eurem Informanten. Die Kundschafter melden Wolfsrudel, die sich der Burg nähern. Wir müssen die Vorräte einlagern. Oder es ist ein schwerer Mangel. Ich baue jetzt mal doch noch eine Hütte. Meine Holzfäller und Jäger sind ja im Grunde nichts anderes als Bogenschützen und Axtkämpfer. Wenn man so will, die können auch ein paar Wölfe besiegen. Wenn die jetzt aber sich entschließen sollten, loszumarschieren, dann habe ich ein echtes Problem. Wie die einfach am Wild vorbeigehen. Okay, das Holz sollte man... Ja, alles, ich denke, das kriegen wir jetzt relativ schnell zusammen eigentlich. Das Holz haben wir gleich, 20 brauchen wir noch. Jetzt geht es nur noch ein bisschen um die Nahrung. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Das Volk liebt euch, my Lord. Komm, ich übertreib's mal ein bisschen. Also für ein Basislager ist das jetzt schon, denke ich, vollkommen ausreichend. Kann natürlich passieren, dass das Wild irgendwann schnell ausgeht, ne? Da muss ich aufpassen. Beim Holz mache ich mir wenig Sorgen. Aber das Wild könnte ein Problem sein. So, in der Zwischenzeit, ich öffne mal eine Flasche Wasser. Und ja, wir schauen uns das Ganze hier einfach ein bisschen entspannt an. Ist ja noch die erste Folge. Geplant ist, dass alle 2 Tage eine Folge kommen wird. Also ja, für mehr Stronghold Remaster Content abonniert gerne diesen Kanal. Und dann bin ich mal gespannt, wie wir uns hier durchschlagen werden. Ich habe ja jetzt schon mit Karls Karten Erfahrungen gemacht in Stronghold Crusader in den letzten Videos. Wenn ich da jetzt an die Burg Belvoir denke, da die jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen ist in die Videos, da... Ja, was soll ich sagen, da schaudert es mir immer noch ein bisschen, das war schon knackig. So, Zeit bis zum Sieg, das geht ja relativ schnell. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, oh, Sire. Oh, es müssen mehr als 30 sein. Ja, okay, jetzt sieht's gut aus. Gut, da haben wir's. Woo. Sieg. Wir sind siegreich, Sire. Sehr schön. Während die Männer mit vereinten Kräften die kostbaren Vorräte in den Kornspeicher schleppen, reiten Sir Longarm und Lord Woolsack in das Lager. Gute Arbeit! Gar nicht schlecht für das erste Mal! Nein, nein, nein! Oh, der Narr hat das Lager inmitten eines Wanderpfades von Wölfen aufgestellt! Umso besser. Das verschafft den Männern die nötige Übung für unseren geplanten Schlag. Jetzt bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als einen Kundschafter auszusenden, um einen geeigneteren Standort zu finden. Ja, Lord Woolsack, der Antimate. Ja, ich schätze mal, das war's mit der ersten Folge. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen. In der nächsten Folge werden wir dann Mission 2 spielen. Und ich denke, das Ganze wird sich so weiter hangeln dann. Also pro Mission eine Folge. Es wird sicherlich auch Folgen geben, wo es mehr Teiler werden, weil ich es vielleicht nicht auf Anhieb schaffe. Aber das werden wir dann in Zukunft sehen. Ja, wie gesagt, abonniert gerne diesen Kanal für mehr Stronghold-Content. Bleibt gespannt, was in Zukunft noch alles kommen wird. Und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.